Eine eigene Welt, eine griechische Welt, empfängt den Urlauber auf der mexikanischen Seite Floridas. Hier am Golf von Mexiko liegt Tarpon Springs. Mit 49.000 Griechen die größte griechische Gemeinde außerhalb Griechenlands. In Tarpon Springs dreht sich alles um den Schwamm und das Schwammtauchen. Georgios, einst Bürgermeister und heute der unumschränkte Pate der Stadt, erzählt gerne, wie es hier einmal anfing. Man ist stolz auf die alten Traditionen und bezeichnet sich als Welthauptstadt der Schwammtaucher. Ein Schwammtaucher zeigt, wie der schwere Anzug angelegt wird. Dann sucht er den Meeresboden nach den Schwämmen ab. Nur 3 Stunden dürfen die Taucher täglich ihre rund 80 Kilo schweren Anzüge und den Taucherhelm tragen. Vom Ernten der Schwämme bis hin zum weichen Badeschwamm ist es ein langer Weg, wie der Kapitän des Tauchbootes erklärt. Und Schwamm ist nicht gleich Schwamm. Die Karibik ist nahe in St. Petersburg, Clearwater. Am Abend, wenn die Sonne untergeht, erwacht der Strand zum Leben. Es geht an dem langen Badesteg zu, wie auf einem Flohmarkt. Angeblich ist hier der weißeste Sand Amerikas. Und das Wasser hat das ganze Jahr angenehme Temperaturen. Hauptsache Sonne, Sand und Meer, denken sich die Urlauber hier. Ein Muss ist in St. Petersburg der Sonnenuntergang. Einen kühlen Drink in der Hand, cool zuschauen, wie die Sonne im Meer versinkt. Da wird selbst Mickey Maus schwach.